eine Weltneuheit auf dem Caravansalon in Düsseldorf. Wir sind bei Notin und haben hier das brandneue Modell Lindau. Neben mir Karl Schlössel, der Vertreter von La Marca. Ihr macht auch den Vertrieb für Notin in Deutschland. Eine französische Marke. Und wir haben schon gesagt, ja, eigentlich gibt es diese Marke schon seit vielen, vielen Jahren. Und ihr habt sie auch in Deutschland auf den Markt gebracht. Genau. Notin, die Mutter aller Reisemobile, wie wir schon mal gesagt haben, seit über 102 Jahren im Campingwagenbau und jetzt auch wieder mal auf Mercedes. Wir haben hier einen Teilintegrierten stehen, auf vielfachen Wunsch, jetzt mal mit dem guten Stern. Und auch eine Besonderheit, es ist einer der ersten mit einem deutschen Namen bei Notin. Mhm. Bis jetzt war aus der Tradition raus, wie du gesehen hast, Bilbao, Sevilla, Almera, Lorca, alle spanische Namen. Mhm. Aber als quasi Hommage an uns haben wir gesagt, welchen Namen. Wir hätten gerne mal einen deutschen Namen, weil wir natürlich hier Mercedes als Fahrgestell, Deutsch, versteht sich hier, plus den Aufbau. Dann waren wir bei Lindau oder Binz, das waren die zwei Namen. Mhm. Und dann haben wir uns alle entschieden für Lindau, weil Lindau ist ein wunderschöner Ort, ist Ferienort, man kann dort schön hinfahren. Und wir haben uns gedacht, Lindau steht eben auch recht gut. Mhm. Und so ist der Lindau entstanden. Lindau am Bodensee, oder? Lindau am Bodensee. Ja, also ein schönes Örtchen, auch optimal zum Campen und Verreisen. Ne? Der Bodensee richtig. Ist so ein richtig schöner Ort in Deutschland. Das Modell Lindau von Notin. Lindau JF, wofür steht der JF? JF ist im Prinzip die Bezeichnung der Einzelbetten. Es gibt CS für Zentralbett, Französisch, und JF für Einzelbett. Ja, hier und der Kameramann entdeckt natürlich schon die Feinheiten und den Unterschied zu allen anderen Wohnmobilen. Jeder kennt ja die Problematik, wenn es dir mal eine Sicherung im Wohnmobil flöten geht oder eine oder zwei oder was auch immer, dann geht die Sucherei los. Kennst du das Thema auch schon mal nachts beim Campen, wo eine Sicherung fliegt und du läufst dann irgendwo durchs Wohnmobil? Nee, leider nicht, aber ich kann es mir vorstellen, dass das ziemlich ungemütlich dramatisch werden kann. Es ist dunkel und du bist mit der Taschenlampe unterwegs, Bett hoch, Bett runter. Hier alles zentral untergebracht, vom Konverter, Wechselrichter, dahinter die Batterien, alles professionell, alles nicht irgendwie so eine Billiggeschichte, wo man nicht hin kann. Es ist halt hier einfach professionell eingebaut und das ist das Besondere natürlich und die lange Erfahrung von Notin, wo man einfach sagt, es ist anders, es ist Qualität und es ist für viele Reisemobilhersteller auch das Maß der Dinge. Das muss man wirklich sehen. Und apropos lange Erfahrung, ihr habt hier auf der Messe auch ein kleines Schmuckstück stehen, ein Reisemobil von 1951. Also der ist auch wirklich so alt oder sieht der nur so alt aus? Der ist tatsächlich so alt, fährt auch noch mit wahnsinnigen 60 PS. Ihr könnt da gerne mal einen Blick reinwerfen. Ah, als eine der wenigen. Ja, natürlich. Wir dürfen also, rein. Sandra, Florian. Für euch tue ich fast alles. Ja, ein Fahrzeug, ein Oldtimer haben wir hier. Nochmal eine ganz andere Gestaltung und man riecht, es riecht so ein bisschen nach Oma, ne? Naja. Also so der ist manchmal auch älter wie die Oma. Hat sich aber gut gehalten, ne? Ja, auf jeden Fall. Also es ist wirklich mal ein Erlebnis, so ein Fahrzeug hier kennenzulernen. Und wie früher, man sieht halt auch die Entwicklung, ne? Also es liegen einige Jahre dazwischen. Und hier hat man wirklich so, ja, so wie damals bei der Oma, die Sitzgruppe, viel Holz. Aber trotzdem hat es immer noch so seinen Charme, ne? Ja, und du siehst zum Beispiel diese Oberlichten, die wo da drin sind, die haben, wenn sie draußen sind, richtig für Tageslicht gesorgt. Gibt natürlich auch schon wieder Ideen, ob man sowas nicht mal wieder umsetzen könnte, weil das ist wirklich vielleicht mal ein anderer Effekt wie Hegis und es kommt nicht so viel Sonne rein. Gibt viele so Dinge, wo man sagt, vielleicht sollte man sowas wieder anfangen. Also ich finde das natürlich manchmal schon sehr ideenreich, was da in den 50er Jahren schon gebaut wurde. Ja, das ist so ähnlich wie in der Mode. Irgendwann kommen Trends auch wieder. Ne? Man kann ja eigentlich das Rad nicht neu erfinden. Man kann sich nur immer ein bisschen an vergangenen Trends bedienen. Und auch es gab zum Beispiel auch
aufblasbare Systeme bei der Konkurrenz, wo wir auch gehört haben, ja, das haben die anderen schon vor 10 Jahren mal ausprobiert. Und ja, es ist auch immer wieder schön, mal in die Vergangenheit zu blicken und zu gucken, was war damals berühmt und wie. Jalousien an den Fenstern. Ja. Ist das nicht schnuckelig? Aus Holz. Gibt es im Übrigen heute noch beim Nortorm Calgary. Mhm. Haben wir mal in Frankreich gezeigt, diese Jalousienfenster heute aus Metall und Glas gibt es immer noch. Das ist die Tradition, was dort fortgesetzt wird. Guck mal, schwenk noch einmal hier in die Fahrerkabine rein. Das hat natürlich richtig Charme. Also so ein Oldtimer zieht immer alle Blicke auf sich. Und ich bin begeistert. Sehr, sehr cool. Aber weiter geht's zur Gegenwart. Das brandneue Modell Lindau. Wir haben schon gesagt, eine Weltneuheit hier auf der Messe in Düsseldorf. Oui. Und auch hier schöne große Heckgarage für, wir haben jetzt ein E-Bike, ein Klapprad da reingestellt, aber da passt natürlich noch viel mehr rein, ne? Da passt sehr viel rein. Du siehst auch schon wieder super ausgestattet mit Alu-Ecken, Filz drin, beladbar bis 300 Kilo ohne Probleme. Du kannst wirklich 300 Kilo reinbringen. Ganz wichtiger wieder natürlich der Abwasserschieber so untergebracht, dass du im Winter nicht durch den Schnee robben musst, sondern eigentlich alles sofort griffbereit. Garage ist beheizt. Du hast hier sofort wieder die Anschlüsse für E-Bikes, alles hier. Also muss man schon sagen, wirklich durchdacht. Auch so kleine Dinge wie diese Netze drin, die werden immer übersehen. Oder die Halterungen für die Markisenkurbeln. Alles so, wo man sagt, diese sind die Feinheiten, Stoßdämpfer für die Garagen, dass die nicht aufschlagen. Also wirklich einfach klasse gemacht. Richtige Hebelchen. Und ich sehe auch, wir haben wieder das Kamerasystem, das 360-Grad-Kamerasystem, ja. Richtig? Ist bei dem wieder verbaut. Der hat das 360-Grad-Kamerasystem. Du hast also Tag wie Nacht einfach diese Vogelperspektive beim Fahren. Du fährst absolut sicher. Du siehst rückwärts, seitwärts, ob es ein Abhang runtergeht, wo die Spur ist, wo, ich sag mal, der Tunnel aufhört, anfängt zum Einparken natürlich. Wenn du es einmal gewohnt bist, würdest du nie wieder drauf verzichten. Ja, diesmal ein Mercedes. Ich glaube, er ist innen auch frei. Dann schauen wir gleich mal rein. Noch ein Besucher schaut sich. Genau, was nicht fehlen darf, ist natürlich das Datenblatt. Das Modell Lindau von Notin. Hier Basispreis 102.500 Euro. In der Ausstattung, wie er hier steht, liegt dabei rund 135.000 Euro. Ist natürlich eine Stange Geld, aber wir heben noch mal hervor, wir sind hier im absoluten Premium-Segment und Qualität, Materialien, alles auf allerhöchster Stufe. Und wir gehen rein und haben, ich finde es immer wieder cool, die Akustik, wie sie sich verändert von der Messehalle hier im Wohnraum. Einfach richtig, richtig angenehm und richtig schön. Hier haben wir die Version natürlich mit Einzelbetten in der Farbe Scandinavian. Scandinavian war, glaube ich, auch Nortorm einer der ersten Hersteller, wo die Farbe auf den Markt jetzt gebracht hat. Wir haben es jetzt zweimal auf der Messe auch entdeckt. Wichtig ist auch immer viel Platz, auch von der Stehhöhe her, weil viele Reisemobile natürlich relativ klein gebaut sind. Auch von den Duschen her. Also ich mache mal vor, man kann also hier sofort auch in die Dusche reingehen. Mhm. Und ich bin keiner mit 60 Kilo, sondern du hast also wirklich hier Platz, wo man alles wunderbar unterbringt. Und ich habe da wirklich Platz hier drin. Also nicht irgendwie so fake oder so, nein, nein. Auch richtige Duschen. Dann das Badezimmer hier. Natürlich Feature, Sandra, dass man diese Tür auch bündig verschließen kann. Jetzt müsst ihr mal übernehmen. Jetzt, ich bleibe noch kurz hinter der Tür. Natürlich auch die Tür, wie gut die Schallisolierung ist. Sandra ist auf der anderen Seite. Man merkt jetzt einfach, dass der Schall ganz anders ist. Ja. Nur die Tür zu. Mehr ist es gar nicht. Sandra? Ja? Seid ihr fertig? Darf ich wieder rein? Hast du gemerkt, die Schallisolierung, Herrin? Ja, ich hab nur ein leises Flüstern gehört. Ja, ja.
Aber auch hier hast du ja schon gesagt, wir haben hier echtes Holz, echtes lackiertes Holz, ne? Mhm. Sieht man hier an den Poren auch, ganz deutlich zu erkennen. Es wird lackiert, geschliffen, damit natürlich der ursprüngliche, echte Charakter erhalten bleibt. Weil sonst hätte man natürlich eine glatte Fläche, die einfach lackiert wird oder sowas. Das finde ich einfach toll und irgendwie mal ganz andere Struktur. Man will ja immer was zum Anfassen. Mhm. Du siehst überall mit silikoniert. Die Türen, die Ecken oder Aluminiumleisten in jeder Ecke. Ja. Ist natürlich sehr wertig gebaut. Auch im Aufbau natürlich kein Holz, brauche ich nicht betonen. Das ist hier natürlich selbstverständlich. Vieles Nothon erfindet sehr viele Dinge, die dann später auch im Trigano-Konzern umgesetzt werden für andere Fabrikate. Das ist auch, wir sagen immer so indirekt, das ist die Mutter des Trigano-Konzerns. Mhm. Aber absolut eigenständig und mit sehr vielen neuen Ideen immer wieder. Ja, auch hier sehe ich, haben wir die Belüftung. Oberhalb sieht man diese Schlitze, ne? Das heißt dieses Umluftsystem. Umluftsystem. Dann auch hier ein Fernseher, der diesmal, also ist kein echter Fernseher, aber natürlich die Vorbereitung für den Fernseher ist da. Das hier ist nur ein Fernseher mit Standbild. Ultra flat. Und auch hier den Stauraum hat der Flo ja schon gezeigt. Hier ist auch wieder jeder Zentimeter optimal genutzt. Auch hier wieder mit Schubladen. Auch wieder die Besonderheit, natürlich alles mit Aluminium. Mhm. Also nicht irgendwie so Plastik, was auch immer. Softclose braucht man nicht drüber sprechen. Das ist hier natürlich selbstverständlich. Ja, das Badezimmer, da habe ich noch nicht reingeschaut. Auch hier haben wir viel Platz. Einmal WC und Waschbecken. Stimmt auch wieder aus Korean. Alles aus einem Guss. Sehr, sehr schön gemacht. Wow. Also ich finde es Hammer. Und du hast auch schon gesagt, der skandinavische Stil macht das Ganze zeitlos und modern. Also dauerhaft modern. Ne? Also da kann man eigentlich fast nichts falsch machen. Und viele Schränke, viele Staumöglichkeiten, auch nochmal eine Dunstabzugshaube, wenn man mal was kocht, was dann doch ein bisschen Geruch hinterlässt, dann ist das natürlich auch wieder schnell verflogen. Übrigens, du hast am Anfang über den Preis gesprochen. Man muss natürlich sehen, in der Basisversion hier bei Mercedes haben wir schon die 150 PS und die Automatik drin. Mhm. Also alles andere ist heute, wo ich sage, brauche ich 360-Grad-Kamerasystem, brauche ich Full-LED und. Das macht natürlich den Preis immer nach oben. Er ist von der Grundausstattung schon relativ hoch ausgestattet. Ja, also Flo, wenn du mal ins Fahrerhaus rüberschwenkst, da sieht man allein schon, wie groß das Display ist. Dann eben das 360-Grad-System. Also Mercedes an sich bietet natürlich schon mal eine Ausstattung und eine Qualität, die ihren Preis hat. Und ja, da lohnt sich auf jeden Fall der Invest, wenn man ein Fahrzeug will, das auch viele tausend Kilometer schrubben kann. Ne? Genau. Und Blick alleine mal auf die Sitze. Bei allen Notons werden die Sitze, ob Fiat oder Mercedes, aufgearbeitet. Das heißt, die werden aufgepolstert, neu überzogen und haben eine andere Passform. Mhm. Also das sind nicht jetzt einfach irgendwelche Überzieher, wo die meisten haben, die so drüber gehen, so wie eine Tüte. Und dann irgendwann wieder flatsch runtergehen, sondern das ist wirklich draufgenäht, das ist vernäht, das ist in einem Stück gemacht, bis runter und fasst sich natürlich an wie ein hochwertiger Autositz aus der, sag ich mal, wir sind ja in der Mercedes-Klasse. Ja, im Premium-Segment, absolut. Yes. Auch hier nochmal ein Fenster über dem Fahrerbereich, das man öffnen kann und natürlich auch abdunkeln oder vor Krabbelfiechern schützen kann, indem man das Gitter einmal hervorzieht. Gut, dann gehen wir raus. Sehr schön hier auch noch mal diese indirekte Beleuchtung, also top. Das Modell Lindau von Nothin, eine französische Marke hier auf dem Caravansalon in Düsseldorf. Karl Schlössel von La Marca hat es uns präsentiert und ja, wenn ihr nicht gerade auf irgendwelchen Wohnmobilmessen seid, dann könnt ihr euch das Fahrzeug auch anschauen bei La Marca. Und zwar wo genau? Wir sind in Landsberg am Lech, fast vor München oder Augsburg. Oder natürlich bei einem unserer 8 Nothin-Partner in Deutschland, Österreich, Schweiz. Wir sind jetzt auch in Tschechien, Rumänien neu am Start. Also einfach uns fragen, wo ist der nächste Händler? Wir geben euch gerne die Adresse. Genau, dann vielen Dank für die Präsentation. Sandra, es war mir ein Vergnügen.
Und euch vielen Dank fürs Einschalten. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt ein Like und vielleicht auch einen Kommentar, wie ihr das Ganze findet. Vielleicht habt ihr auch schon Erfahrungen mit Notin gemacht oder mit anderen Herstellern und wollt uns das sagen. Und ganz, ganz wichtig, abonniert German Television, damit ihr solche Videos auch immer parat habt auf eurer YouTube-Startseite. Ganz frisch. Ja. Vielen Dank und bis bald. Danke.